Endlich. Barisch hat schon rumgeholt, dass die verfaulen. Okay, ernst, Christian. Ich brauche eine Maschine. Hallo. Ich verstehe das heute nicht, aber... Ich lasse das mal hier. Lass das mal da. Schau hier. Popcorn. Reinlassen. Noch hier diese ganzen Popcorn-Dinger. Was ist denn hier? Paul ist es dabei? Hatte ich ja von den Popcorn, Digga. Ganz, glaube ich, noch 10 Stück genommen. Okay, das ist gerecht. Ja, mein Julius Stil spiel ich so alt. Echt? Weil du hast doch ein Kompliment bekommen. Von Benny. Ja, ich? Ja. Er ist aber der hongesälteste Typ, alter cooler Typ. Er ist aber der hongesälteste cooler Typ, oder so, ich sehe, ja. Er redet ja auch vor vielen und so. Und gar nicht so irgendwie. Was machst du denn hier? Oh, nimm den mit. Nimm ein paar Gastgeschenke mit. Vor Bros Boys. Ja. So schön, nimm mit ein paar Geschenke für Snack und so. Spielabend. Sack. Ja, die Bob ist nicht. Sponsor von Horn, Grüße von Horn. Salz, das schmeckt noch gut. Abrikam kannst du behalten. Oh mein Gott. Der Shisha wäre jetzt echt geil. Alter, ich höre mich richtig tot, Mann. Wir sehen uns. Bro, Jungs, wir sehen uns. Ich habe mir gerade was bestellt und gegessen. Heute passiert nicht viel, aber zum Glück haben wir noch Material von Freitag. Das blende ich ein gleich. Ich hätte aber filmen sollen, weil ich glaube, das war der beste Lieferant, den ich bisher hatte. Und es war, also es war mega heiß, richtig geil. Fleisch echt super lecker. Und es war die erste Frühlingsrolle, egal ob geliefert oder im Restaurant, die mir getaugt hat. Das war krass. Okay, die hätte ich euch echt zeigen sollen. Ich mach mal ein Video dazu. Das war echt der beste Lieferant, asiatisch war das natürlich, den ich jemals hatte, Mann. Und, Alter, diese Frühlingsrolle, Mann. Wo ist Deutsch? Es ist einfacher, einen vorzüglichen Ruf auszubauen, als ihn zu bekommen. Okay, nochmal. So, Leute, kommen wir zur Vernaschmichbox 2.0. Mal schauen, was in diesem Monat drin ist. Ja, vernasche die Welt. Kannst du gerne kaufen. Kann auch ein Jahresabo machen. Nicht gesponsert. Nicht gesponsert, das haben wir selber gekauft. Ja, wenn ihr ein Jahresabo macht, ist es ein bisschen günstiger. Aber ich weiß nicht, was es kostet. Und ich würde sagen, das erste, was wir probieren, ist M&M's. Alter Marvin. Aber Peanuts mit Butter. Probieren wir mal, wie es schmeckt. Ich bin gespannt. Ja, ich bin bei Süßigkeiten raus. Ja. Muss schon probieren, Mann. Nee, ich esse gar kein Eis. Nur Käse, Alter. Nee, das eskaliert und so. Das ist ja die Falle. Du darfst nicht auf den Geschmack kommen. Aber morgen müsst ihr essen, es gibt eins mit Kuchen. Ja, was ist jetzt der Unterschied zum normalen Moment hier? Peanuts ist das. Veganer Kuchen. Veganer Kuchen. Auch, aber auch normalen Kuchen. Ja. Sag ich, bin nicht so streng. Boah, vielleicht sogar krass. Mein Gott, einen! Sorry. Naja. Nur immer nur eins. Immer nur eins drin. Obwohl, schon besser als der normale. Ja. Schmeckt schon geil. Was sind da Haselnüsse drin? Erdnüsse. Ist gut. Probieren wir. Echt krass. Nee, ich echt, ich muss echt so aufpassen. Ja, wenn man Erdnussbutter mag. Süß, salzig. Ich schon glaube, gut. Die schmecken gut. Krass. Taste. Oh, geil. Ja. Ich auch schon. So, was haben wir hier? Hast du nicht probiert? Nerds. Wieso? Gummy Clusters. Okay. Sollst du probieren, Mann? Nicht die ganze Shuttle essen, Alter. Nerds. Nerds gonna be nerds. Nerds. Es gibt so ein Spiel, das heißt Nerds. Okay, das ist so ein richtiges Fleisch da links hier. Hier ist so Mogelpackung, Alter. Oh. Oh mein Gott. Tschüss. Oh, den muss ich aber probieren. Entschuldigung, wieso? Ja, der ist komplett anders, sowas. Okay, so ist es noch nie gegessen. Ja, ich dachte, sauer. Oh, okay. Hat was, ja.
Echt interessant. Oh mein Gott, das ist revolutionär. Schmeckt sogar eins geil. Schmeckt heftig krass. Also, der Geschmack ist geil. Echt mal. Sweet and gummy. Geschmacksexplosion, oder nicht auf einmal so ja, diese... Ein bisschen sauer. Ein bisschen süß. Weißt du, das Pulver, ja, was ich hatte? Diese Ahoi-Brause. Tangy and crunchy. Crunchy. Gut, gut. Ich bin begeistert. In die Falle gelockt, John. Alter. Aber woher kommt es her? Ja, das musst du dann herausfinden, was das für ein Thema der Box ist. Okay. Dann haben wir jetzt erstmal hier Peanuts. Dann haben wir hier Nerd. Schmeckt schon gut. Ich will auch mal noch eins probieren. Willst du auch eins? Laura, willst du auch eins? Leg mal eins auf die Seite. Die machen Glück vegan. Ja, was? Meine dritten. So, ladies and gentlemen. Kommen wir zur Goldfisch mit Cheddar-Geschmack. Puh! Hast du einen Link? Mit Cheddar-Käse-Geschmack. Goldfisch. Goldfisch. Oh Gott, Käse. Käse immer geil. Hast du jetzt auch noch Käse auf? Das wäre schon normal. Finde ich was. Der hatte Käsedöner und der zerstört und er sagt, was schlimmer wie die Impfung. Okay. Bei der Impfung hat er ja Fieber und so. Ja, das sind normale Kekse. Ist schon in Ordnung. Okay. Schau, jetzt bin ich drin. Eins, du hast einmal gegessen. So nur eines. Ist okay. Du hast eins, man, du nimmst die zwei. Ja, Standard, nicht besonders. Ja, ja, dann wollte ich es nicht probieren. Mhm. Probier mal, trotzdem. Schmeckt ein bisschen nach Cheddar. Schon geil. Ist ja nicht so wie dein Cheese-Döner, aber. Ja, die müssen mit Sesam sein. Kennst du die noch? Ja. Mit Sesam passt endlich. So, Leute, nächste. Von dem habe ich eins gehört. Twix. Oh mein Gott. Twix Cookies and Cream. Okay, davon will ich aber nur auch ein Stück. Mir auch mini klein. Dankeschön. Nee, für mich nichts mehr. Nimm alles, für mich nichts mehr. Die sind geil. Obwohl. Ist okay. Die sind noch geil. Nee, schon geil. Nee, schon geil. Mhm. Das Karamell ist nicht da. Shit, das ist ja echt eine gute Box, Alter. Eine, was die letzte Box war auch gut. Die letzte Box war auch krass. Ne? Ja, ich meine, im Vergleich zu allen anderen Boxen. Also. Welchen Boxen? Ich habe noch nicht. So, Leute, nächste Box. Nächste. Sun Chips. Mhm. Mit? Mit Salsa. Oh, ja. Es gibt nur eine krasse Salsa, ihr wisst schon. Ihr wisst Bescheid, Leute. Oh, Bro. Nee, sie sind ausgemacht, Leute. Ja, schon. Ich wollte es noch nicht sagen. Okay, so Kesselchips. Schmeckt gut. Sehr geile Verpackung. Schmeckt echt gut. Schmeckt schon geil. Schmeckt gut. Oh mein Gott, Jalapeno Tomate. Hammer. Alter. Gut gewürzt. Ja. Schmeckt echt geil. Echt gut. Mhm. Warum probieren wir? Geil. Auch interessante Form. Perfekt in meine Salze reintippen und dann. Das ist immer so geil. Ja. Kann man essen. Kann man kaufen. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. SpongeBob Krabby Patties, Mann. Ah oh, ja. Alter, das sind so. Alter, das schmeckt wie Krabbenburger. Das ist das Beste, was es gibt. Ja, Krabbenburger muss man auch mal machen. Mit Hummer und so. Boah, ich bin gespannt, das schmeckt wie Kuchen. Ja, echt? Mit so Schrimps. Nee. Das ist so Gummibärchen-mäßig. Mit so Schrimps anstatt Dings, anstatt Fleisch. Das ist immer auf dem Bildschirm, glaube ich. Boah. Das muss ich echt machen. Ja, was wieder mit den Koch-Sessions? Die waren echt geil. Ich hab aber schön, die Koch-Sessions waren echt. Das gibt's auch von Haribo, die Dinger. Aber von SpongeBob ist es mit Krabbengeschmack. Nee, finde ich kein. Mit Krabbengeschmack, tatsächlich. Ich müsste so machen. Boah, scheiße, wie ausschalten. Alter, SpongeBob ist geil. Das ist doch ein bisschen wie diese normalen Hamburger da. Welche Hamburger? Ja, ja. Die. Von Trolli, die waren als Kind immer eins gehypt. Krabbenchips. Okay. Wenn man sieht, dass SpongeBob das mit Liebe gemacht hat, man, ehrlich, Jungs. SpongeBob hat echt drauf. Schau mal, ich glaube, es gibt noch eine Salsa für die Chips. So, Leute, kommen wir wieder. Was Chips ähnliches? Ruffles. Keine Ahnung, all dressed. Zwiebel. Zwiebel, Paprika, Salz. Ich glaube, das ist ein Standard. Okay, das sind auch so geriffelte. Ja, probier doch mit, Laura, was? Ja.
zieh mich nicht auch mit rein. Gebrochen Mac, Klicks. Fürs Video. Schmeckt es? Finde ich mal, schmeckt schon geil, gell? Ja, das sehr ist stark gewürzt. Ja. Paprika, Zwiebel, wer Zwiebel mag, geil. Und Salz. Okay. Was haben wir hier? Airheats. Airheads. Danke. Weiß. Boah, cheese. Okay, das schaut auch geil aus. Ihr müsst Weiß nehmen. Was ist das anders? White Mystery. White Mystery. Interesse, geh weg, Leute. Probiert alle mal Weiß. Probiert alle mal Weiß, wenn ihr von Weiß gibt. Ist das Zuckerwatte oder so? Ja, auch noch ein Weiß. Ich weiß auch nicht. Ja. Keine Ahnung, Mann. Das ist geil. Schmeckt noch Chips und Shisha. So Leute, wir haben noch eins, haben wir noch da. Was zum Trinken. Bis bald. Blei Bubli. Blei Bubli. Bubli Lein. Bubli Lein. Das ist schon hier richtig. Alles klar. Durch die Nase. Machen wir das mal nochmal raus. Es ist ja Wasser. Was ist es? Wasser. Wasser mit Limettengeschmack. No, water, my friend. Willst du nicht? Wasser mit Limettengeschmack. Direkt, nicht mit Glas, direkt so oder wie? Nein, scheiß drauf. Wasser mit Limettengeschmack. Oh mein Gott, endschlecht. Ich dachte, das wäre so krass. Passt gar nicht. Echt schlecht. Mia, kannst du bitte. Nein! Häuser! Oh, einfach. Echt nicht, Mann, echt nicht. Es war Kanada, Leute! Ja, wunderbar. Es war Kanada. Das Thema war Kanada dieses Mal. Eine schöne Postkarte von Kanada. Das war's von uns. Wartet bis zum nächsten Stream. Nein. Das war's von uns. Wartet bis zur nächsten Box. 3.0 dann. Ciao! Das Video ist doch gar nicht zu Ende. Nur kurz gedrückt halten, nicht gedrückt halten. Ja, ich habe das schon jetzt probiert. Muss Ciao sein. Wir sind doch noch gar nicht zu Ende, Mann. Wieso? Die Box ist doch schon zu Ende. Ja, das war's auch schon von mir. Es ist ein ruhiger Sonntag, deswegen nicht so viel passiert, bisschen ausruhen. Und ja, die Boxen sind cool. Bisher auch viele leckere Snacks mit drin gewesen. Ihr seht es bei Bargisch, er konnte nicht widerstehen und dann hat er nur noch an dieser Box gesnackt. Also bisher bin ich ganz zufrieden. Ich habe den Preis nicht wirklich im Kopf und das auch nicht gesponsert, aber uns gefällt die Box bisher sehr. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Ich wollte gerade sagen, jeden Freitag sind wir live, aber das kann ich so nicht wirklich mehr werben. Wir sind live, wenn wir live sind. Ansonsten natürlich in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren, serious business und ciao, Alter.